Frankreich, Ex-Kolonialmacht und selbsternannter Schutzpatron, lädt zum Afrika-Gipfel nach Paris. Präsident Macron will einen New Deal, einen neuen Pakt zur finanziellen Unterstützung Afrikas nach Corona. Neben Regierungschefs aus Afrika und Europa sind Abgesandte der EU und des IWF dabei. Heute haben wir es zu tun mit der Pandemie, der Wirtschafts- und Sozialkrise und dem internationalen Terrorismus, die sich in Afrika ausbreiten. Deswegen müssen die Finanzierungshilfen dringend erneuert werden. Es geht um ein Milliardenpaket, denn Afrika steht infolge der Corona-Pandemie vor einem massiven Wirtschaftseinbruch, vor allem durch Verluste im Handel und Tourismus. Laut Nichtregierungsorganisation Oxfam könnte dadurch der Kampf gegen die Armut teilweise um 30 Jahre zurückgeworfen werden. Und es geht um das Thema Impfstoff. Zwar ist Afrika bislang nicht so dramatisch betroffen von Corona wie etwa Indien oder Brasilien, gleichwohl wiederholt der französische Präsident heute seine Forderung. Es gibt wichtige Vorschläge, die Frankreich unterstützt, nämlich Patente freizugeben, damit Afrika selbst Impfstoffe produzieren kann. Ein Vorschlag, der von der deutschen Bundeskanzlerin und der EU nicht unterstützt wird. Merkel ist in Berlin geblieben und überließ das Feld heute ganz dem französischen Präsidenten.